Sonnenaufgang hier am Ladoga und es zibbelt und es zubbelt schon direkt wieder, zack, direkt wieder los. So soll das sein, Alter, so soll das sein. So, komm ran hier. Ui, da haben wir schon den nächsten. Und, Alter, Ludoga-Renke, ja Wolli, mitgenommen. Ludogarenke geht natürlich auch gut. Ich bin gerade wieder dran an der Challenge. Und zwar gibt es die Challenge. Alter, ich glaube, da zuppelt sofort schon wieder was. Und zwar gibt es die Challenge. Fange eine Trophy. Wir können mal eben gucken. Qualifikation stippen. Stufe 7. Fangen Sie. Wir klicken mal drauf. Hier ist es. Fangen Sie einen der aufgelisteten Fische in Trophäengröße. Und in einer Tiefe von mindestens 4 Metern. Und das sind halt diese ganzen Ränken, Fältchen und was nicht alles, die es hier am Ladoga gibt. Das heißt, ich habe mal eben hier meine Stippe rausgeholt. Habe ähm, 4,10 Meter und zehn eingestellt. Also mal safe auf mindestens 4 Meter. Zack. Und ja, hoffe jetzt hier auf den dicken Brocken. Es gab hier in den äh, letzten Tagen gab es mehrfach Meldung, dass hier immer mal wieder ganz gut gefangen wurde an der Stelle. Also ich bin jetzt hier, oh, ich treibe so langsam auch schon wieder weg. Ich bin hier so in diesem Bereich, immer so an diesen Bojen. Habe auch gerade schon äh, ähm, am Abend auch schon in die andere Richtung geschmissen. In der Nacht war jetzt gerade noch nicht ganz so geil, aber bis jetzt einige Ribusmaräden direkt reingegangen. Die nehme ich natürlich auch gerne mit. Denn die sind dann gar nicht so schwer und die sollten dann relativ leicht auch rauszuziehen sein. Nichtsdestotrotz ist die Challenge gar nicht mal so easy. Ist natürlich auch bei den ganzen, ob da geht's weiter, bei den ganzen äh, Stipp-Herausforderungen dann die letzte. Ähm, ähm, aber ich sag mal, von diesen ganzen Stippherausforderungen, herausforderungen beziehungsweise allgemein sind diese Stippherausforderungen herausforderungen gar nicht mal so schwierig, ich habe mir die gerade nochmal angeguckt, ich hatte ja jetzt gerade frisch Level 41 gemacht, alles schön in trockenen Tüchern, endlich geschafft und da habe ich mir gedacht, Alden, du brauchst mal wieder ein bisschen eine neue Challenge, wie wär's es denn mal mit dem Abschließen von diesen Qualifikationen und ähm, ja, das kann man doch mal machen, ne. Heißt also, ich werde mir jetzt schön Stück für Stück bei den Qualifikationen, ich habe ein bisschen durchgeguckt, da gibt es welche dabei, Alter, da wirst du Kirre bei. Aber Qualifikation, Stippe ist gar nicht so wild. Ein bisschen was ist natürlich schon erledigt, aber hier eine Rotaugengüster oder Güster-Trophy, easy. Einen Fisch im Gewicht von 6 Kilo, easy. Haseltrophy auf UL-Setup, easy. Also, das sind alles so Sachen, ja, einfach mal machen. Man muss sich bloß mal hinsetzen und machen, und dann kriegt man das auch hin. Treibangeln, gut hier Sichling, aber Sichling hatte ich ja zuletzt wieder eine Trophy gefangen am Donetz. Ähm, ist also auch durchaus drin. Einfach mal so ein bisschen den Fokus wieder draufsetzen und absolvieren. So zum Beispiel eben auch hier das letzte, damit man das irgendwann mal im Sack hat. So, zack und ran damit. Ich teste gerade noch ein bisschen rum. Ich bin gerade noch nicht so ganz sicher mit der Kombi bzw. auch die Location. Das heißt, ich stehe jetzt hier gerade. Ich kann ja mal eben mein, mein Setup zeigen. So. Ich stehe natürlich jetzt hier gerade mit ja, dem dicksten, was man sich so holen kann: der dicken, fetten Blade Inferno. Ich könnte durchaus was äh, leichteres auch nehmen, eine leichtere Stippe. Ich habe jetzt hier ein Vorfach dran von 12 Kilo. Ähm, Hat einfach keinen Bock, dass mir da vielleicht irgendwie eine 3 Kilo Sefo mir äh, das Leben schwer macht. Und daher eben doch ein bisschen dicker dran. Ähm, die letzten Fische, auch die ganzen Ripusmaren, da stand ich jetzt gerade mit einem 10er Haken. Ich glaube, ich ändere das auch gleich nochmal, denn jetzt hier gerade mit dem 12er Haken ist es bisher noch nicht wirklich besser geworden. Und ähm, diese kleinen Maränen, die haben natürlich auch eine kleine Schnute, ey. Wirklich ganz klein und, und zaghaft. Aber ich hoffe natürlich dann mit so einem dicken Haken da auch irgendwie dann doch nochmal eher so eine Trophy zu triggern. Wäre halt nicht schlecht. Übrigens, echt immer ein bisschen tricky hier, das, die Viecher zu keschern. Ähm, ich hatte jetzt irgendwie so langsam, so vom, vom Rhythmus her, mache ich das so, sobald ich quasi die. Pose schon sehe, also wenn gleich runtergezogen wird und ich hebe an und man sieht die Pose schon, dann zack, sofort auch schon den Kescher raus, dass dann in genau im richtigen Moment auch der Fisch dann da reingezogen wird, beziehungsweise manchmal dann sogar den Fisch wieder ein bisschen runterlassen und dann kommt der Kescher und packt sich den Brocken. Hat bisher super funktioniert. Was natürlich auch wichtig ist, gerade beim Stippen, wobei das bisher echt gut funktioniert hat. Gar nicht irgendwie großartig Theater gemacht hat, das Stippen ähm, im richtigen Moment anschlagen halt. Ne? Das ist halt immer der Punkt. Und was da halt hilft, ich sag mal so 45 auswerfen, relativ weit raus. Man muss natürlich immer noch ein bisschen Spiel haben hier. Aber zack. Aber eben auch nicht zu so viel Schnur auf dem Wasser rumliegen haben. Und ähm, das hilft dann. Denn dann ist das ein Oller Aaland dann ist das recht schnell erledigt mit dem Anschlag. Und so soll das ja auch sein. Man merkt tatsächlich, es braucht relativ lange, ne? bis der Köder unten angekommen ist. 4 Meter Tiefe, 4 ,10 Meter zehn Tiefe ist halt auch nicht so schnell erreicht für den Köder. Es passiert schon mal, dass eben im absinkenden Biss kommt. Ist allerdings... Äh, Finde ich gar nicht so geil, weil das sind häufig... Also ich hatte gedacht, hatte das gerade ist dann ausgeschlitzt. Ähm, ich denke, das sind dann eher auch die Seefos, die das dann aggressiv angehen, das Ding. Ja, im Großen und Ganzen lohnt sich, äh, lohnt sich die Fische absolut. Also wer halt Bock hat, auch auf diese Fische im Allgemeinen, ran hier. Ähm, auch kohlemäßig gar nicht schlecht. Jetzt ist sie gerade schon wieder ne, mit 4, noch was. Jetzt ist gerade so viel Wind. Alter, es treibt regelrecht hier weg. Und die Pose kommt schon bald nicht hinterher. Ich muss gleich, glaube ich, noch mal ein bisschen... Ja, ich stand gerade mittig hier. Bin jetzt hier schon bald bei einem 9-Meter-Loch. Wobei ich auch hier mal ruhig testen kann, ne? Warum auch nicht? Wenn jetzt hier gleich nichts beißt. Ich lasse mir auch gar nicht so lange Zeit. Wenn nichts geht, zack, zack, ändern. Guck mal da, jetzt geht er... Man muss immer bloß meckern. Dann geht er los hier. So, Schnur nicht so ganz viel im Wasser halten. Ein bisschen anheben. Und dann gucken, ob der dann auch wieder reingeht hier. Zack. Jawohl. Joa. Siehste. Auch ganz gut. Vernünftiges Gewicht hier. Nö. Alter. Sehr schön. Auch wieder eine Ripus. Auch eine super geile Färbung, ne? Mega geil. Dieser gräulich-silberne Verlauf hier bis ins Schwarze rein. Affen. Geil. Die Ripus-Maräne, Alter. So. Zack raus damit. Ja, so eine Trophy wäre halt schon geil, ne? Also, <laughs> würde ja schon schmecken. So, die nächsten Challenges, ähm, das wird auch schon, wird auch schon nice, wenn man sich dann diese ganzen Qualifikationen anschaut. Selbst im Spinning und was nicht alles. Ganz, ganz wilder Scheiß dabei. Aber ich denke, wie gesagt, diese Stipprekorde, diese Stippqualifikation, Stipp die sind durchaus mal drin. Und guck mal, da ist Zuppel auch schon weiter. Also wirklich eine gute Frequenz hier, tip-top, kann man echt nicht meckern. Und ich denke, ich werde jetzt einfach hier die nächsten Tage noch mal ein bisschen rumprobieren, Hoppala. Einfach noch mal ein bisschen rumprobieren. Achso, warte mal, ich werfe mal in die Richtung. Werfen wir mal so hier ins, hier so an die Spitze vielleicht. So, zack. Ja, das geht doch. Genau. Dann gucken wir mal, ob da in dem Bereich vielleicht was geht. 9 Meter tief hier, 4 Meter und 10 ist jetzt hier der Köder eingestellt. Vielleicht ist das sogar noch besser hier. Ja, mit Matchmontage und ähnlichem natürlich noch geiler. ne? Also wenn ihr da nicht Bock habt, hier mit der Stippe da rumzuhantieren, einfach mit der Match. Ähm, wenn es halt läuft, wenn ihr, wenn ihr hier die... Ähm, die Tiefe genau ausgelotet habt. Ich hatte auch verschiedene Stellen gesehen, so im, im 3-Meter-Bereich, dass das gut funktioniert hat. Ähm, mit 4,10 Meter ist halt jetzt dieses, dieses äh, Rekorddingen oder dieses Qualifikationsteil nur. Ähm, normalerweise würde ich auch so mit 2,70, 2,80, 3,20 Meter oder sowas in dem Bereich eher, eher rumhantieren. Reicht gänzlich für die Fische. So ganz tief muss man da auch gar nicht ran. Ja, ich würde sagen, ich äh, probiere noch mal ein bisschen rum. Wenn mal was Dickes reingeht, schalte ich natürlich wieder rein. Ansonsten guckt man natürlich dann auch gleich noch mal in den Kescher, ob sich das Ganze denn auch wenigstens hier auch lohnt, kohlemäßig, wenn man dann doch äh, hier auf so eine Trophäenjagd ist. Ja, jetzt habe ich es gerade natürlich ein bisschen übertreiben wollen, wie man das natürlich auch immer so macht. Habe hier viel zu dicke Haken verwendet, bis hin zu einem Sechserhaken. Ich glaube, das beste Ergebnis ist tatsächlich bisher auf dem Zehnerhaken. Also Zehnerhaken mit der Steinfliege, mit der Eintagsfliegenlarve und ähm, das schön in Kombination oder einfach Steinfliege alleine kann man natürlich auch mal testen oder halt eins von beiden. Ne? Und ähm, das lübt tatsächlich am besten gerade noch mal ganz zaghaft angebissen. Die Walambuckelmaräne. Auch super selten der Fisch. Mega gut. Das freut mich natürlich. Ähm, so eine Wolchorenke wäre natürlich auch nochmal richtig sexy. Das wäre super. Und jetzt zuppelt es da auch schon wieder los. Oh, ist das eine Art Hebebiss? Hebebiss ist schlecht. Hebebiss ist, äh, müsste dann die, die äh, Forelle auch sein. Die hebt richtig hoch bevor sie dann sich äh, in die Tiefe stürzt natürlich. Ne? Gucken wir mal. Ich würde sagen, den nehmen wir nochmal eben mit und dann schauen wir gleich mal. Ne, da nehmen wir nochmal einen anderen mit. Zack, dann schauen wir auch gleich mal, was das Ganze denn so gebracht hat. Von der Zeit her, ja, die 30 Minuten habe ich auch schon wieder rum. Wobei eben auch wieder viel rumgetestet dabei war. Verschiedenste Stellen und äh, verschiedenste Hakengrößen. Also wie gesagt, 10er Haken. Hat echt ganz gut funktioniert von vornherein. Zwölfer Haken war nicht zwingend besser, da waren einige unmaßige mit dabei. Und äh, dann in die andere Richtung bis hin zu einem Sechser Haken. Ja, eigentlich gar keine Frequenz. Also auch nicht so richtig ideal. Da vielleicht dann doch nochmal mit ein bisschen anderen Ködern rangehen. So, einen dicken Fetten würde ich sagen. Nehmen wir nochmal mit. Na, der zuppelt aber wild. Und zack. Ey, ei, ei, ei. Uh, was haben wir denn da dran? Doch noch mal einen dicken Brocken. Das wäre doch mal nicht so schlecht, ey. Und na, ein Ripus, ne, Ludoga, ne? Alter, Ludoga Ränke mit 1,4 ist schon mal nicht schlecht. Schmeckt. Das sind die dicken Brocken hier von den ganzen Ränken. Alter, auch nicht schlecht. Sehr gut. Ich, ich wollte gerade sagen, so hm, Mittagszeit, ob das eigentlich so gut läuft. Aber scheint durchgängig zu gehen. Bis auf die Nacht. Da war tatsächlich ein bisschen Flaute bei mir. Also, ich werde auf jeden Fall noch mal ein bisschen rumtesten hier. Und ähm, dann gucken wir gleich nochmal ganz kurz in den Kescher rein, was denn das Ganze so gebracht hat. Also, zurück sind wir. Schauen wir nochmal eben rein hier in die ganzen Ränken. Es sind gerade noch ein paar äh, kleinere reingegangen. Also viel Rumtesterei. Im Großen und Ganzen knappe 100 Silber damit gemacht. Also ich sag mal so zwischen 100 und 150 sollten locker drinne sein. Ähm, aber ich sag mal, der übelste Burner ist es gerade nicht. Wenn da nicht die Qualifikation wäre und darum geht es ja einfach mal auf die geilen Qualis gehen. Ich werde das Stück für Stück jetzt durcharbeiten, einfach mal gucken, was da so geht. Ich meine, so eine Rotaugen sollte doch schnell gemacht sein, dass man das hier abhakt. Petri ihr Lümmels, wenn das ganze gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen, Kanal abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch montags, mittwochs und freitags ab 19 Uhr. Bis dahin.